Hallo, ich bin Katharina Zuleger und ich helfe Menschen, ihr Soul-Business auf den Punkt zu bringen. Die Leute, mit denen ich arbeite, haben meistens eine ganze Menge Ausbildungen, haben meistens auch schon angefangen, ihr Soul-Business zu starten. Und das Problem ist, dass sie nicht wirklich auf den Punkt kommen. Meine Zielgruppe bringt ihre Business-Fundamente nicht auf den Boden. Also wer bin ich wirklich? Was ist der Wert von meinem Business? Wie rede ich über das, was ich tue, auf eine Art und Weise, so dass andere verstehen, warum meine Arbeit wichtig ist und wie finde ich meine ganz, ganz eigene Stimme? Das ist eine Zielgruppe, die es super schwierig hat, weil wir in der Regel sehr persönliche Dinge teilen. Wir sind entweder Erfinderinnen, entwickeln eigene Wege, eigene Prozesse, eigene Methoden. Wir sind Brückenbauerinnen, wir verknüpfen Themen neu miteinander oder wir teilen eben tiefe eigene Erfahrungen in unserem Business. Und das ist eine andere Liga, mit diesen Themen sichtbar zu werden und mit diesen Themen überhaupt auf den Punkt zu kommen. Eine andere Liga, als wenn ich sage, ich eröffne ein Buchhaltungsbüro oder ich mache einen Coiffeursalon auf. Und diese Klarheit darüber, wer wir sind und was wir in die Welt tragen, das ist nur zum Teil ein strategischer Prozess. Wir können uns also nicht ans Flipchart stellen und sagen, boah, Punkt 1, 2, 3 abgehakt, das ist die Summe, das gebe ich jetzt als Business nach draußen. In der Regel ist der Ort von unserer tiefsten Power, von unserem größten, besten Wissen, braucht eine, also dass wir den wirklich greifen und nutzen und formulieren und weitergeben können, da gehen wir durch einen Transformationsprozess, wo wir aussteigen aus, oh mein Gott, ich bin nicht gut genug oder ich habe so viel Scham darüber, dass ich überhaupt durch diese Geschichte gegangen bin oder ich brauche noch 5 andere Ausbildungen oder es wird niemanden interessieren. Diese tiefe Klarheit, die wir Soulpreneure und visionären Soulpreneure brauchen, ist ein Wachstumsprozess, der uns auf eine tiefe Art und Weise nach Hause führt. Dieser Weg ist nicht einfach und hat meistens schlaflose Nächte und rote Backen und Haare raufen, aber auch viel Ekstase und Freude und Erleichterung. Und in meiner Arbeit geht es darum, Menschen durch diese Zeit des inneren Nebels zu helfen, wo wir uns immer und immer wieder neu erfinden. Und am Sonntag ist es klar, so, ja genau, jetzt weiß ich, was ich tun, am Mittwoch sagen wir, nein, das ist wieder ganz anders. Also diese inneren Veränderungen in uns erleben wir oft wie Erdbeben. Im Außen bewegt sich diese Nadel minimal. Und darum ist es auch oft so schwierig für Freunde und unsere Familie, mit uns durch diesen Prozess zu gehen und es immer wieder anzuhören. Weil von außen ist es oft nicht verständlich, womit wir ringen und warum sich das immer wieder ein Erdbeben anfühlt. Und dann hören wir oft so, entscheid dich doch. Und das war doch vorgestern auch nicht anders als heute. Also diese Bewegungen sind für Freunde und Familie, wenn die nicht durch den gleichen Prozess gehen, oft unverständlich. Hä? Jetzt mach doch mal irgendwie vorwärts. Ne? Und wir brauchen Leute, die das verstehen aus eigener Erfahrung oder die durch den gleichen Prozess gehen. Und das ist ein Grund, warum ich mehr und mehr auch in Gruppen arbeite, also mehr und mehr in der Kombination von 1:1 Coaching, dem exakten Know-how, wie man durch diesen Nebel hindurchkommt und wo wir Buddies haben und Mastermind-Gruppen, sodass wir viel Übungsfläche haben, eine Bühne, auf der wir uns immer und immer wieder erproben können und das feintunen können und Feedback bekommen und wo wir lernen, die Angst zu verlieren und hinein zu entspannen in die Frau, die wirklich der Welt was zu sagen hat. Wenn du Lust hast, gibt es hier ein Angebot, eine dreiteilige Workshop-Mastermind-Serie, um meine Arbeit kennenzulernen und um neue Businessfreunde zu treffen. Und da geht es also wirklich darum, den Mund aufzumachen, auszuprobieren, Dinge zu formulieren, Feedback zu bekommen. Und wenn du Lust hast, mal in dieses Format hineinzuhüpfen und was zu wagen und aber auch wirklich Spiegelung zu bekommen, dann lade ich dich ein, das auszuprobieren. Alle Daten, Infos stehen auf der Homepage und ich würde mich freuen, dich kennenzulernen. Wenn du das Gefühl hast, oh mein Gott, wenn ich das jetzt nicht endlich auf die Reihe kriege, dann drehe ich durch. Dann bist du hier richtig. Liebe Grüße, Katharina.